Schönen guten Abend, ich bin Minister Kosch und weiter geht's in Workers and Resources. Hallöchen. Ja, die letzte Folge, da war ich etwas frustriert am Ende, weil die Gehwege nicht so mitgemacht haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe das in der Pause mal ein bisschen getestet und ich habe tatsächlich die Ursache gefunden. Das Problem ist nämlich, wir sehen hier den Ausblick auf dieses Gebäude. Das hat aktuell keine Fußwegverbindung in dieses Gefängnis hier, was wir in der letzten Folge fertig gebaut haben. Und das Problem ist, obwohl die Luftlinie nur 230 Meter sind, wollte mir das Spiel erzählen, dass diese Leute hier nicht in dieses Gebäude per Fuß arbeiten gehen können. Und das liegt daran, an einem System, was normalerweise nicht so richtig von Belang ist, aber manchmal dann doch schon. Deshalb vergesse ich es immer. Die Fußlaufreichweite liegt nicht an der Entfernung, sondern an der, da wird die Geschwindigkeit mit eingerechnet. Es gibt also keine feste Entfernung, die die Leute gehen, sondern die Zeit, wie schnell sie da hinkommen. Und auf den Feldfußwegen, die wir hier gebaut haben, laufen sie halt am langsamsten. Und im Übrigen sind das hier auch Kiesstraßen, da laufen sie auch langsamer als zum Beispiel hier auf diesen Straßenbahnstraßen mit Laternen, da laufen sie am schnellsten. Und das alles zusammengenommen hat dann dazu geführt, dass diese 230 Meter nicht erreichbar waren für diese Leute. Und ich habe es in der Pause tatsächlich getestet mit einem Kiesweg, ist das erreichbar. Und den bauen wir jetzt entsprechend. Und dann nehmen wir mal die ganzen Feldwege hier weg. Ich habe auch die Pause drin extra. Denn die geringe Gefängniskapazität, die wir aktuell haben, ich würde sie gerne so schnell wie möglich an Ingame-Zeit möchte ich sie gering halten, sagen wir es so. So, jetzt haben wir hier den Kiesweg. Dass es in diese beiden Gefängnisse geht, liegt daran, obwohl die Luftlinie ziemlich ähnlich sein dürfte, laufen wir hier sogar mit Knick. Also es ist ja nicht die kürzeste Verbindung. Es liegt einfach daran, dass natürlich hier dieser Weg, der zu den Gefängnissen führt, ein Kiesweg ist. Und dann laufen die ein Stück schneller und obwohl der Weg in Metern länger ist, sind sie schneller da. Deshalb konnten sie diese Gefängnisse erreichen. Aber dann haben wir ja zumindest mal schon mal für die Gefängnisse genügend Arbeitskräfte, denn die Leute, die da hier wohnen jetzt, die weise ich mal hier zu, dass die hier arbeiten sollen. Okay, beziehungsweise wir können sie auch zuweisen, dass sie an den Kieswegen auch arbeiten, mitarbeiten sollen. Das ist natürlich auch gut, aber das geht nicht. Warum? Vielleicht weil keine Baubüros drin sind. Moment. Was jetzt zuweisen? Nein. Kann man Fußwege denn nicht zur Arbeit zuweisen? Das habe ich noch nie probiert, aber ist auch neu für mich. Okay. Gut. Die Priorität hier ist jeweils hoch. Nee, einmal hoch, einmal mittel. Das ist aber auch okay. Hier ist die Prio mittel bei den restlichen Gebäuden. Okay, das ist... das ist okay. Hier fehlen Komponenten und Stahl und sonstige Ressourcen. Das ist auch okay. Gut, nächstes Thema. Ich hatte in der letzten Folge, in der vergangenen Folge, diese Schienen gelegt. Beauftragt, dass sie gebaut werden sollen. Damit diese Schienen, die bereits eine Stromverbindung haben, dann den Strom auch mal weiterleiten können. Und ich wollte hier hinten sehen, welche von diesen Schienen nicht elektrifiziert sind. Und diese Schiene ist fertig. Die leitet den Strom auch weiter. Aber wie ihr seht, leitet sie ihn nicht allzu weit. Hier ist überhaupt nichts elektrifiziert. Hier ist die Elektrifizierung nur die 5 Meter.
Ja. Ich wusste, dass da was fehlt. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Muss ich jetzt mal manuell bauen, weil es allzu kurz ist? Es sieht so aus. Nee, hier. Okay, das können wir beauftragen. Brauchen wir den Abschnitt, damit der fährt? Das ist die gute Frage. Den nicht. Ja, das ist ein Bau. Okay, den Abschnitt brauchen wir, glaube ich, auch nicht, damit das die noch fahren können. Aber hier ist schon elektrifiziert, sagt er mir. Ach so, ja, da, hier ist das das gelbe Schild, weil natürlich diese Schiene noch nicht fertig ist. Okay, gut. Okay, dann heißt, dann würde hier aber auch was fehlen. Moment, ich mach mal hier die Signale weg. Nee, jetzt kann ich ja hier gar nicht beurteilen, ob hier was fehlt. Weil die Stromanbindung fehlt ja. Aber wenn ich mir die Leitung hier angucke, ich denke mal, das Schwarze sind die Leitungen, könnte es sein, dass hier ein Stück fehlt. Ah, hier, Moment. Nee. Der Abzweig ist okay, dass der nicht elektrifiziert ist. Verdammt. Warum geht denn das so schnell? Moment. Okay, Moment, nochmal. Wo war ich? Nee, wo war ich? Hier. Ja, eben hat er mir angezeigt, dass der Abzweig hier nicht elektrifiziert ist. Das ist aber auch völlig okay. Das ist ja die Verbindung zu unserem Frachtnetz. Und das muss man nicht elektrifizieren. Dann sieht das aber okay aus, die obere Schiene. Ja, das sieht okay aus. Wir könnten höchstens mal diese Schiene beauftragen. Die ist beauftragt. Fehlt da ein Signal? Nee, ich hatte hier aber gerade eins weggenommen, glaube ich. So. Okay, der Restmarker kommt dann, wenn diese Schiene dann fertig ist. Die ist beauftragt, sehr gut. Nächstes Thema. Oh. Jetzt findest du deinen Weg nicht mehr. Wahrscheinlich, weil wir jetzt hier irgendwas beauftragt haben und was jetzt nicht mehr befahrbar ist. Das ist dumm. Kommt, ich mach's, ich baue das jetzt manuell. Das ist mir jetzt hier zu fusselig. So. Und kaum sind alle... Okay, der Rest hat war korrekt elektrifiziert. Das sieht ja schon mal gut aus. Hier das Zwischenstück gleich nochmal manuell bauen. Gut. Dann sind die Schilder jetzt nur noch hier zu sehen. Das ist aber auch okay. Und dann müsstest du jetzt aber auch deinen Weg finden. Tust du. Gut, nächstes Thema. Ich habe gesehen, wir haben tatsächlich hier die ersten Arbeiter in der Robotron-Elektronikfabrik. Und ich habe es nicht bemerkt. Ich habe allerdings gesehen, dass es bereits produzierte Kunststoffe gibt hier in unseren beiden Kunststofffabriken. Und es gibt bereits produzierte Elektrokomponenten in unseren drei Elektrokomponentenfabriken. Ist aber nur jeweils eine Fabrik aktiv und die aktiv sind, haben immer nur so eine Hälfte bis zu einem Drittel der Arbeiter freigeschaltet. Elektronik ist noch nicht hergestellt worden, weil hier die Vertriebswege noch nicht konfiguriert sind, habe ich festgestellt. So, dann müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt hier die interne Verteilung. Wir laden aus der zentralen Verladungsstation, das ist okay. Wir laden aus den elektronischen Komponenten. Und da laden wir Elektrokomponenten. Hier hin.
weil hier das Elektroniklager sagt, wir wollen Elektrokomponenten und Kunststoffe. Okay. Das ist aber noch nicht verteilt worden. Elektrokomponenten, na gut, wir haben auch erst 5. Ist noch nicht so viel. Vermutlich fährt er erst los, wenn dann wirklich was ein bisschen mehr drin ist, vermute ich mal. So, was aber auf jeden Fall fehlt, ist das Kunststofflager. Da. Daraus laden wir Kunststoffe. Und die gehen dann in das Elektroniklager. Ja. Damit müsste eigentlich alles fertig sein. Und Kunststoffe haben wir über 20 Stück bereits. Dann müsstest du hier losfahren, genau. Ja, das ist gut. Es fehlt halt nur noch die Elektrokomponenten. Die Frage, wenn 5 Stück... Ah, hier. Genau, ja, super. Moment, das will ich sehen. Haben wir schon Arbeiter in einer Elektronikfabrik? Tatsache. Hui. 30 Leute schon, die wieder da herumstehen und nichts tun. Ja, die Wege sind hier jetzt ein bisschen lang hier hinten in das Kunststofflager, aber das wird sich ja einpendeln dann. Ja, ein bisschen Sorgen macht mir immer noch dann die geringe Zahl an Parkplätzen hier. Da habe ich ja beim Bauen nicht drauf geachtet. Es sind nur 2 Parkplätze in den Lagern drin. Das müssen wir dann sehen. So, es geht jetzt aber hier High Life, meine Güte. Was können die denn produzieren? Transportieren. 4 Tonnen können die transportieren. Ja gut, wir hatten ja über 20 schon drin. Genau, stimmt. So, jetzt haben wir hier Kunststoffe bekommen. Elektronikkomponenten sind da. Elektrokomponenten, so rum. So, und dann müsste die Fabrik jetzt eigentlich produzieren. Das tut sie. Eigene Elektronik. So, hier ist die Frage. Das ist halt das Dumme. Mit den Parkplätzen. Will ich die Elektronik aus diesem Lager hier hinten in dieses Lager per LKW transportieren? Der Vorteil dieses Lagers hier hinten ist, es ist deutlich größer. Es hat 2 Gleise für die Züge. Der Nachteil ist, dass der LKW-Transport halt nur hier Zugriff auf 2 Parkplätze hat. Könnten wir irgendwie eine Straßenladungsstation hier reinmogeln? Sieht nicht so aus. Ich ärgere mich, dass ich nicht dran gedacht habe. Wir könnten sie reinmogeln. Ja, das ist schwierig. Hier könnte die Straßenladungsstation ranpassen, wenn man die Elektronikfabrik verschiebt. Ha. Das Dumme ist, dass da hier dieses Gleis, das hat eh schon relativ wenig Platz, deshalb müsste ich hier auch diesen Schlenker machen. Ob man das dann noch hinkriegt. Elektronikmontage. Schwierig. Nicht so richtig. Der Schlenker müsste noch viel größer werden. Wenn das Gleis hier rauskommt, müsste es direkt hier rüber gehen. Hier wahrscheinlich dann die Straße überqueren und hier reingehen dann. Ah, das muss ich zwischen den Folgen testen, ob das zu bauen geht. Weil wenn wir eine Straßenladungsstation reinkriegen hier, dann würde ich das tatsächlich machen. Dann würde ich die Elektronik-Sachen hier hinten hin transportieren.
Aktuell würde es eher nicht machen. Und dann aktuell wäre dieses Lager das Zentrallager für Elektronik der Republik. ja. Und es hat nur 68 Tonnen Platz. Ah, ich muss das testen mit der Straßenbahnstation. Ja, das mach ich zwischen den Folgen. Jetzt müsste man allerdings die Elektronik doch hier drin sehen. Genau wie die Kunststoffe ja auch hier landen. Na ja, gut, nicht alle, ne? Das geht immer nur. Der macht so ein internes Lager voll und wird irgendwann dann die Elektronik hier reinschieben. Na gut, dann müssen wir mal warten. Gut. Wie sieht's mit unseren Gehwegen hier aus? Das Gefängnis ist fast fertig. Da fehlen aber noch an uns auch Ressourcen. Muss man jetzt nicht erzwingen. Anderes Thema. Die Polizei in Spremberg. Wie sieht's denn da aus? Da hatten wir ja wieder das aufflammende Verbrecherproblem. Die Verbrecher fliehen ja auch zu Dutzenden aus unseren Gefängnissen aktuell. Ja, das sieht ja auf den ersten Blick viel aus. Aber im Gegensatz zu vor zwei Folgen ist das da noch akzeptabel. Ich schmeiß mal hier die 50er raus. Also die Chance auf Aufklärung auf 50%. Damit die noch ein bisschen weniger zu tun haben. Das ist auch okay, glaube ich. Hier 24 kann raus. Die 30er nehme ich weg. Gut, ich glaube, das pendelt sich ein. Gut. Dann, wie sieht's denn mit unserer Zuganbindung an unser Öllager hier oder an unser Ölgebiet aus? Da ist einiges fertig, nicht alles. Hier hat... Oh, hier wurde angefangen zu bauen, aber nicht beendet. Das Eisenbahnbauamt hat aber alle Ressourcen. Wo sind denn die Fahrzeuge unterwegs? Okay, das ist unterwegs. Das ist auch unterwegs. Auch unterwegs. Okay, bis auf eine Maschine sind alle unterwegs. Nee, dann war das nur eine Momentaufnahme, dass die Bauzüge, die sind alle beschäftigt. Gut, allerdings immer noch nicht fertig. Strom haben wir allerdings auch noch nicht hier, ne? Genau, uns fehlt komplett. Ja, das ist dann das Letzte, was uns fehlt für die Betriebsaufnahme, glaube ich. So, und dann würde ich mal sagen, planen wir das jetzt mal schnell. Das Planen sollte relativ schnell gehen, das Bauen nicht so. Einmal hier ein Umspannwerk. Die Quellen sind mit drin in dem anderen. Ich glaube, das war's schon an Umspannwerken. Ja. So, dann brauchen wir noch einen Transformator. Und der Transformator soll ja dann auch ein bisschen das Industriegebiet mit versorgen, was hier dann irgendwann mal hinkommt. Ich glaube, das setze ich hier hin. Das ist ganz gut. Wo wollen wir denn eigentlich den Strom herkriegen? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich hier irgendwo einen Anschluss vorgesehen. Tatsache, hier ist eine Leitung. Wo führt die hin?
Nur einfach rüber. Okay. Gut. Ja, dann, aber dann haben wir es ja schon. Wir brauchen allerdings noch einen Schalter zum Abzweigen. Ja, wo soll die Stadt eigentlich hin? Das ist eine gute Frage. Ja, die Stadt vermute ich hier hin, oder? Und dann haben wir hier das Industriegebiet. Das ist ein bisschen weit weg. Obwohl, das sind nur die Lager. Dann könnte man das Industriegebiet dann hier machen. Und dann die Autobahn durch. Hm. Okay, das heißt, hier ist die Stadt. Und hier geht keine Elektroleitung durch, die geht hier durch. Also machen wir das, den Abzweig auf jeden Fall hier hin. So, ich würde gerne die es an der richtigen Linie ausrichten. Und zwar diese hier. Und dann kommst du wieder weg. Ich habe den Schalter falsch schon gesetzt. Kann es sein? Ich habe einen falschen Schalter verwendet. Das ist ein Mittelspannungsschalter. Wir brauchen natürlich den Hochspannungsschalter. Und die Leitung geht so lang. Gut. Und dann brauchen wir die Verbindung hier rüber. Ach nee, das sind ja nicht 14 Megawatt, sondern die Anbindung ist natürlich in 18 Megawatt. Nur der Transformator, der kriegt 14, weil der kann eh nicht mehr als 14 Megawatt ausliefern. Ich glaube, die sind nicht verbunden, oder? Moment. Doch. Nee, die sind nicht verbunden. Hä? Moment. Dann machen wir die ganze Leitung neu. So, so sieht ein Strommast aus, genau. Hier sind doch wieder zwei. Hä? Bin ich gerade zu dumm zum Stromleitung da? So, die sind verbunden. So. So sieht es korrekt aus. Ja, gut. Dann beauftragen wir das. Diesmal aber nicht die Bula-Baubüros, sondern die Spremberger und die Eisenhüttenstädter natürlich. Denn in Bula haben wir genug zu tun. Und die brauchen allerdings noch eine Straßenanbindung. Hm. Ja, natürlich. Ja, genau, das wollte ich. So ziehen wir das. Dann den Schalter noch. Da das eh eine Kies, ein Feldweg ist, brauchen wir da keine Kiesstraße, denke ich. Dann können wir auch einen Feldweg machen. Und dann können wir es beauftragen. Ja. So, der Hubschrauber kann mithelfen natürlich. Gut. Alles klar.
Wie sieht es mit unserem Elektroniklager aus? Da ist immer noch keine Elektronik drin. Ja, wir haben jetzt auch 1,8 produziert. Ja, die Arbeitskräfte sind natürlich jetzt nicht so zahlreich bisher, das ist ganz klar. Und müssen wir weiter warten. Gut, wie sieht es mit unserem Gefängnis aus? Das zweite Gefängnis ist fertig. Hat schon Häftlinge. Allerdings keine Versorgung wie üblich. Der Anschluss. Ah, hier die Kies, der Kiesweg ist fertig. Dann können wir hier das Gefängnis auch eröffnen. So, und dann habt ihr hier einen neuen Arbeitsplatz. Einmal da, einmal da. Und wir müssen uns um die Versorgung kümmern. Da kommt Essen noch mit hin. So, wie sieht es denn mit unserem zweiten Versorgungs-VZ aus? Das ist immer noch nicht fertig. Ach, super. Ich mache das auch mal hohe Priorität. Ja, aktuell fehlen Arbeiter. Ressourcen sind alle da, okay. Gut, mit den Arbeitern. Das pendelt sich ja jetzt aktuell ein. Jetzt stehen regelmäßig Arbeiter drin. Die Baustellen hier hinten, ja, die sind weiterhin im Bau. Ich überlege gerade, ob es schon der Zeitpunkt ist. Oh, hier sind sehr viele Arbeiter drin. Ja, ja, das sieht gut aus alles. Das dürfte alles bald fertig werden. Ich überlege, ob es ein guter Zeitpunkt ist, einem zweiten Baubüro, also dem Baubüro hier in dem Lagergebiet, die Busse zurückzugeben, die ich ihnen vor 5 Folgen oder so mal gegeben habe und dann wieder entfernt habe, weil keine Arbeiter mehr übrig waren. Damit das dann die Arbeiter in Radeberg abholt. Und ich glaube, das würde ich machen. Ich muss nur das Depot finden, wo die Busse stehen. Und das ist hier. Einmal den Bus zuweisen und den Bus zuweisen. Was ist die Arbeiterquelle nochmal gewesen? Bahnhof Nord. Ja, das ist okay. Wenn die Bauten hier hinten abgeschlossen sind, würde ich diese interne Linie, die aktuell ja im Uhrzeigersinn hier rumfährt, ja im Uhrzeigersinn, würde ich dann so einstellen, dass sie keine Arbeiter mehr mitnimmt, sondern dass nur noch die Linie, die gegen den Uhrzeigersinn fährt und dann ins Elektronikwerk fährt, dass nur die Arbeiter mitnimmt. Die interne Linie soll dann nur Schüler und sonstige Passagiere mitnehmen, damit klar ist, wo die Arbeiter hin transportiert werden. So, der Rest hier müsste eigentlich alles richtig eingestellt sein. Hier gibt es auch keine Verbrechensfälle aktuell. Im letzten Jahr gab es ein Problem, das wissen wir. In diesem Jahr nur noch ganz wenig, und wir haben schon September. Das sieht super aus. Gefällt mir. Brauchen wir aber 60 Polizeibeamte. Plus, wir haben ja noch ein zweites Revier. Och, da haben wir ja noch mal 105 Polizeibeamte. Ich drehe das hier erstmal auch runter. 15:30 wie das andere. Dann hätten wir 90 im Stadtgebiet. Boah. 10 und 20 sind 60 jeweils dann im Stadtgebiet. Das ist, glaube ich, das sollte reichen. So, wie sieht es mit der Versorgung jetzt hier aus? Die klappt. Hier auch. Arbeiter haben wir, denn die dürfen wir ausschließlich in den 3 Gefängnissen arbeiten. Die haben kein Essen. Der Konsum ist nicht erreichbar, aber der Konsum ist erreichbar. Und sogar der Konsum ist auch erreichbar. Wenn wir hier noch eine Verbindung schaffen,
dann müsste doch der Weg auch noch erreichbar, schneller erreichbar sein. Diesmal wieder mit Feldfußwegen. Ja, das sind deutlich kürzer, 100 Meter. So, wie sieht es denn mit den Konsumsversorgung jetzt eigentlich aus? Denn wir haben ja immer noch nur ein VZ dafür, und jetzt für drei Konsums und zwei Gefängnisse. Ne, drei Gefängnisse haben wir schon. Ein viertes ist noch im Bau. Das scheint aber gut auszusehen. Ja, das sieht aktuell noch gut aus. So, hier wird fleißig getrunken. Viel Spaß dabei. Hier diese Baustelle, die war ja mal problematisch. Die hat irgendwie festgehangen und hat keine Arbeit mehr bekommen. So hatte ich hier diese Baustelle zu dieser Kneipe mal abgebrochen. Jetzt probieren wir mal neu, ob es jetzt wieder geht. Was ist denn da? Das ist der Hubschrauber. Gut, die beiden Bula. Und somit ist das wieder aktiv. Und dann müssten wir gucken, ob jetzt hier die Arbeiter reinlaufen. Aber aktuell tut's das nicht. Können wir hier eine Zuweisung machen? Leider nicht. Das müssen wir beobachten. Wenn da wieder ein LKW steht, dann baue ich das manuell dann. Keine Arbeiter. Gut. Dann die letzte Sache, die ich noch mache, ist diese interne Buslinie, die ich eben schon erwähnt habe. Die überfährt momentan diese Haltestelle. Und das war damals aus dem Grund, habe ich das gemacht, weil hier noch niemand gewohnt hat. Und das müssen wir aber ändern. Das ist eine S-Bahn. Und zwar nach Nord soll... Was ist das eigentlich? Ost hinzugefügt werden. Genau. Hier ist Nord. Okay. Nee, das sieht nicht gut aus. Moment, ich habe eine Haltestelle noch nicht umbenannt. Moment. Das ist Süd. Ach, tatsächlich. Ich dachte, ich hätte die umbenannt alle. S-Bahnhof. West müsste das dann sein, oder? Das ist Ost. Genau. Und nicht nur West, sondern Radeberg West natürlich. So, jetzt nochmal in die Linie gucken. Süd, West, Nord und dann... Ost. Ach, das war nur eine Zwischenansicht, dass hier die Pfeile in einer anderen Richtung waren. Okay, nach dem Speichern sieht alles wieder okay aus. Alles klar. Gut, damit sind wir, glaube ich, in der Folge wieder durch. Die Gefängnisse fangen an, gut besetzt zu werden. Das dritte Gefängnis ist halb fertig. Wie sieht es mit den anderen Gefängnissen aus? Die sind jetzt an der oberen Grenze zumindest mal. Und in den anderen... Ja, wir kommen hin, dass wir wieder Platz in den Gefängnissen haben. Ja, okay, gut. Das sieht gut aus. In der nächsten Folge werde ich hoffentlich dazu kommen und die Planung für Lubmin bisschen weiter zu treiben. Also da würde ich jetzt tatsächlich am Anfang die Wohngebäude zu setzen, denn die meisten öffentlichen Gebäude haben wir ja schon mal in der Session gehabt. Die stehen schon. Zum Beispiel ein Gefängnis. Oder? Habe ich ein Gefängnis? Das ist das Gericht. Hier haben wir kein Gefängnis. Ein Gefängnis noch nicht.
das ist ein Hospital. Aber gut, aber die ganzen anderen Infrastrukturen, die stehen schon. Also Polizei, Geheimpolizei, Hospitäler und Gericht hatte ich gesehen, ein Rathaus. Gefängnis können wir vielleicht dann hier hinten irgendwo hin machen, außerhalb. Aber wir haben mittlerweile so viele Gefängnisse, das müsste dann, wenn sich das Ganze dann mal eingependelt hat, dann auch ausreichen. Und in der nächsten Folge würde ich dann tatsächlich anfangen, so ein bisschen Wohnhäuser zu setzen. Oh, ich hoffe, ich komme dazu und ihr seid hoffentlich wieder dabei in der nächsten Folge. Ja, macht's gut und tschüss.